Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Heute testen wir mal was Neues. Ich bin mal gespannt, ob das ein absoluter Reinfall ist oder nicht. Mal schauen. Auf Game Sound ist da. Ja, auch wenn leise. Er ist da. ja, wir schauen mal nach, was das so für ein Game ist. Ich habe noch gar keine Ahnung. Ich habe auch weder reingeschaut, noch. Ich habe gedacht, ich lasse mich mal überraschen. Ich habe null Ahnung, was ich hier machen soll. Also. Oha. Leg los, Baby. Also es geht storymäßig darum, dass sie mit einer unterwegs sein soll. Ich weiß nicht, wo ihre Freundin da ist, ne? Aber dass sie irgendwie unterwegs sein soll und etwas. Wir schauen uns erstmal um hier, würde ich sagen. Ich habe gar keine Ahnung. Nur schon gesehen, da ist irgendwie so ein Typ. Oder mehrere. Kommen ja aus der Gruft oder was? Kein Problem. Oh. Gefallene sind tot. Lurcher frei. Blaue Lurcher fungieren als Währung. Grüne Lurcher erneuern die Erholung. Oh ja, okay, alles klar. Jetzt konnte ich gar nicht so schnell lesen. Irgendwas mit RS wechseln. Ich bin überfordert. Schauen wir uns mal hier um. Ist ja irgendwie so eine verlassene Stadt hier. Es erinnert mich so ein bisschen an Last of Us, die Stadt. Drücke R1, um ausweichen, wechselnden Zeitpunkt, Schaden zu vermeiden. R1, achso, ja. R1, okay. Also wir sammeln da irgendwie immer was ein. Ich sehe gerade 90. Haben wir irgendwie Menü, Optionen. Ich habe irgendwie Klassik ausgewählt und ein bisschen können wir es mal machen. Klassik ausgewählt und Modus Story. Hier geht es aber ganz tief runter. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Immer dem Bestien nach anscheinend. Sie ist auf jeden Fall der Baba-Typ. Aha. Kommt zu mir, ihr Seelen. Und bis jetzt schlage ich mich ja gut, okay. Was wird hier gegrillt? Ohne mich?
2. Wir springen ja tatsächlich. Aha. Was ist Touchpad? Aha. Gesundheitsstärke. Fury, okay. L2. R2. Widerhaken der Verachtung. Gott. Böses Erwachen lese ich, ne? Warte, so schnell kann ich mir das auch nicht merken. Hallo? Böses Erwachen. L3, R1, Pause. Okay. Ich sehe jetzt keinen Unterschied. Okay, dann springen wir da mal hoch. Ich denke mal, da müssen wir auch lang. Ah, sie können auch klettern. Warum sollte ich den aktivieren? Aha, interessant. Nee. Ich hab gedacht, man kann eventuell darüber springen. Oh je, das wird wieder nichts für mich, ey. Okay, man kann beim Springen das drücken. Komme ich denn jetzt auf die andere Seite? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, das ist schön und gut für die, danke für die Info, aber wo muss ich denn hin? Ja. Ah, ich wusste doch irgendwas. Das ist aber schlecht erklärt. Für so ein Tutorial. Oha, jetzt geht's ab. Es kommen bestimmt ein paar Bösewichte. Achso, das ist der Begleiter. Oder sie. Okay, das wird nicht einfach. Ich glaube, ich werde verkacken. Ja.
bist 40, also muss ich da hochspringen oder was? Kann das nicht beides so in Gesundheit oder? Aha. Okay. Ah, okay, da ist die Heilung. Das mit der Tastenkombination verstehe ich noch nicht so ganz. Ah, okay. Okay, der Schlag ist ein bisschen fies. Dem muss ich immer ausweichen, oder was? Ey. Komm, weich aus. Ja, wie soll ich denn da ausweichen? Ja, moin. Der ist noch nicht mal Springhilfe. Oh doch, springen hilft, okay. Boah, aber... Okay, vielleicht kann ich gleich ein bisschen Gesundheit regenerieren. Ja, moin. Eine Etage tiefer. Da, ja. Boah, wie soll ich denn da hinkommen? Wow, okay. Okay, ich muss da irgendwie einen Knopf drücken. Kreis? Nein. Ich muss meine Krake hier auffüllen. Ja. Wow. Komm, 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 komm. Ja. Kann ich noch irgendwo hinspringen? Komm, 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 komm. Toll, nicht getroffen. Kann ich mich aufladen? Nee. Nicht geschafft, okay. Was? Okay, also ich habe mir fast gedacht, dass ich dann nochmal verkacke, aber... Ach nein, muss ich jetzt komplett neu? Dann machen wir mal ausgewogen. Standard. Klar, Albtraummodus. Hm. Gut, dann habe ich jetzt also kann ich jetzt ein bisschen schneller durchgehen. Vielleicht sollte ich zwischendurch auch mal speichern oder so. Ja, ein bisschen Geduld, ne? Das können wir allerdings überspringen. Ist ein bisschen bla bla. Ich verkacke schon beim ersten. Ich überspringe alles. Ist nicht so interessant. Den einzelnen Gegner und er ist, um den Gegner zu wechseln. Okay. Ist gar nicht mal so einfach, das Spiel. Da landen wir wieder. Sieht echt cringe aus, ne? Das wissen wir jetzt.
der Sieben ist nahe. Sind so widerspenstig. Komm her. Wow. Da war, glaube ich, immer noch einer, ja. War da noch einer? Nope. Gut. Ist die Frage immer, wenn... Ja, okay, man visiert es an. Jetzt verstehe ich, okay. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt diesmal hinkriegen. Ich finde es schwierig. Ich weiß jetzt auch nicht den Unterschied zwischen den Modis. Ja, ich krieg direkt mal eine Geballe. Ja, das wissen wir auch. Zweites Level, oder was? Nee. Ja, doch. Jetzt ist sie wieder da oben. Das ist echt nicht einfach. Kann ich da schon eigentlich? Nee. Ja, lass mich doch mal erstmal dahin kommen. War noch nicht mal da. Warte. Ach, dreimal hintereinander. Okay. Na, spring. Nein, spring. Oh, die ballert ein, ja auch echt gut was. Nein. Oh, scheiße, ich bin schon gleich tot. Fuck. Also wenn ich jetzt dieses Mal von neun anfange. Kann doch nicht sein. Fordernd Vergeltung. Jetzt ist es anders. Ja. Ich finde das äußerst komisch, dass man jedes Mal. Warum spawnt man nicht da wieder beim gleichen Punkt? Ich werde gleich nochmal gucken, bevor das losgeht, ob ich da irgendwie speichern kann oder so. Das eben vergessen. Das ist mir wenig zu blöd. Vielleicht ist es ja auch nicht unser Spiel. Mal gucken. Bisher fand ich es eigentlich ganz cool so. Mal was anderes. Aber wenn das so abläuft, dann nicht so wirklich. Schaffen wir ja noch nicht mal den ersten ein. Läuft.
richtige Richtung. Wie oft kann ich das eigentlich machen? Moin Dennis. Jetzt schon? Eigentlich beim Night, oder nicht? Kennst du das? Ich finde es gar nicht so. Jetzt her. Ich finde es schwierig, dieser Boss da. L1. Ah, wow. Okay, gut. Das ist mal was Neues. Ich finde es doof, dass ich immer wieder von neuem anfangen muss hier. Ich werde jetzt gleich mal gucken, ob ich speichern kann. Das meinst du wahrscheinlich. Da muss ich auch erstmal überlegen. So. Kann man hier nirgendwo speichern? Wirbel, Kreuzschlag, Richter, Schwanenhänger. Was ist Erwachen? Kettenein, Königin des Todes. Gedrückt halten, Pause. Ist alles irgendwie Kippsäge. Gott, oh Gott. Flinte. Sünde und Strafe. Mhm. Es geht hier wohl sehr nach Geschicklichkeit, ne? Aber was ist mit Speichern? Also finde ich ein bisschen doof gemacht, dass man hier nicht speichern kann. Ja, da muss ich auch erstmal gucken. Aber pass auf, jetzt kommt ja der Boss da. Das ist ein interessantes Spiel, aber ein bisschen kompliziert. Hey, wer findet hier Zuflucht? Ungeziefer. Das hat mir uns schon mal angeguckt, deswegen. So. Warum konnte ich jetzt diesen speziellen Angriff nicht machen? Ja, das wissen wir jetzt schon. Boah, ich bin jetzt schon tot. Hier kann ich nicht raus. Okay. Nein, ach am Arsch. Also das ist ein bisschen schlecht gemacht, dass ich jetzt jedes Mal von neuem anfangen muss. Und dieses L1, was ich gerade ausprobiert habe, das hat auch nicht funktioniert. Also ich würde sagen, nächstes Spiel, ne? Also da müssen wir auf jeden Fall nicht lange überlegen. Da habe ich gar keinen Bock drauf, ey. Ein Spiel, wo man noch nicht mal irgendwie... Ne. Auf gar keinen Fall. Das löschen wir mal. Direkt. Wenn ich irgendwie zwischenspeichern kann und gar nichts, was ist denn das für ein Schrott? Nee. So, nächstes. Was suchen wir denn aus? Ach komm, wollen wir mal einspielen, was ich denke, was sowieso absolut nicht mein Fall ist. Aber gut, wir schauen mal nach. Sehr Titel ändern. Wie heißt das Spiel nochmal? Hallo? Fängst du jetzt auch an? Ach, das ist Feuer. Okay, Firewall-Dings. Ne? Okay, gut, dann suchen wir weiter. Nee, nicht Sims. Auf gar keinen... Nee, du willst... Ich weiß, was du sehen willst. Nein, auf gar keinen
Fall. Hier, wir machen was, was sehr gut sein soll. Anders. Das stimmt, da braucht man die VR-Brille. Mal meinen kurz den Titel ändern. Also Darkseid, das ist auf jeden Fall schon mal nicht unser Fall. Das soll Story sein. Soll auch ganz cool sein. Heavy Rain. Aber die Sprache dann Menü Deutsch, okay. Ist in Ordnung. Schwierigkeit leicht. Ich spiele sehr oft Videospiele. Sagen wir mal regelmäßig, ist in Ordnung. Was ist jetzt mit deiner Konsole? Wieso geht denn die von alleine aus? Ich muss mal eben ganz kurz gleich, wenn Pause ist. Ist ja Story Game. Meine Washing Machine ausmachen. Ach so. Rechten Stick, okay, machen wir gleich. Ich muss mal eben ganz kurz. Komm gleich wieder. Knack. Oh, die Wäsche machen wir auch noch nebenbei. Kein Problem. Tutti, du hast den Knochen noch gar nicht gesehen. Mäuschen, hier ist noch was zum Knabbern für dich. Und jetzt zockst du gar nicht mehr. Ja, wir sind ja gleich so weit. Ich will noch einen Schokihase essen. Ich habe eigentlich auch eher mehr Bock auf Story. Tutti, komm mal hier, ist ein Knochen. Komm mal hier. Lecker, lecker. Ich schaue, weil ich ihr das Antibiotika ins Ohr gemacht habe. Guck mal da, lecker, lecker. Ne, die reden kein Wort mehr mit mir. Schönen Schokihasen, ne? Tutti! Ja. Stehen wir mal auf. Wieso, warte mal. Gar von der Himmel, ja. Ist ja original wie Detroit. Sehr lustig. Was denn? Und jetzt? Was sollen wir das Bild jetzt sagen? Duschen, okay. Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. Ach so, ja, ich muss ja auch drücken, ne?
Das ist wieder so ein Spiel, wo man jedes Detail mitnehmen muss. Also schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Frische Luft nehmen. Kann ich rausgehen? Ja. Sogar abhängen. Okay. Was ist hier? Ah, hier kann ich auch abhängen. Okay, genug gespielt. Gehen wir wieder rein. Er wollte ja duschen gehen. Warum guckst du denn so komisch nach? Ah, die Steuerung ist wieder ein bisschen schwierig. Guck mal nach vorne. Wie gucke ich denn jetzt nach vorne? Kann ich hier nichts aufheben? Nee, okay. Achso, das ist der Pulli. Ah, das sieht hübsch aus. Oh, er ist schon vergeben. Ich verstehe. Gut, duschen, oder was? Das ist Birdie. Ah, hier ist, oh, hier ist ja eine Menge zu interagieren. Zähne putzen. Das ist eine gute Idee, bevor man außer Haus geht. Mache ich nie. Hallo. Ich schüttel auch. Oder muss ich das hier mit dem Touchpad? Nee? Hallo? War ich zu schnell? Der ist echt hübsch geworden, ja. Ey, was denn jetzt hier? Also normalerweise kenne ich das mit dem Touchpad. Steuerung, Bildschirm. Ach, warte mal, da stand es doch gerade. Ja, ich bewege doch mal. Aha, oh mein Gott. Ist ja noch Interaktion hier auf der Couch, ne? So, gucken wir uns mal im Spiegel an. Ja. Ja, ganz schön eingebildet, ne? Ah, ich wollte gerade sagen, rasieren darf ja natürlich auch nicht fehlen. Was, schnell? Oder langsam? Ah, langsam. Mach das schon mit Gefühl. Gefühl, ja. So. Warum kann ich die Kameraperspektive... Ah, okay. Die Kameraperspektive wechseln, weil das nervt ja abnormal.
Drehen Sie den Kopf, um die Aktion zu sehen, schauen sich linken Stick die Dusche an. Was für linken Stick? Ah. Ich wollte gerade sagen, das wäre auch zu lustig. FSK 18. Oh, aha. Oh, man sieht ein Popöchen. Interessant. Komm mir so bescheuert vor. Hallo. Alter, Emma. Also ich finde, das ist... Also das ist ein bisschen nervig bei Heavy Rain. Das fand ich bei Detroit besser. Meine Fresse. Oh ja, genau. Da bin ich ja schon außer Atem, bis ich noch nicht mal angefangen habe. Das ist ja unfassbar, nur ehrlich. Kamerasbild. Okay, wir haben geduscht. Wir können ja mal dann wieder rausgehen, ne? Ah ja, danke für die Info. Wir hätten ja erstmal vielleicht pinkeln sollen, bevor wir uns duschen. Ah ja, okay. Und auch noch drücken, ja. Habe ich keine andere Kameraperspektive? Doch, muss doch. Ja, ich gehe ja schon dahin. Soll ich jonglieren? Oh nee. Oh, das ist wie bei Detroit, ne? Nein. Nein. Oh, Alter, Alter, Alter. Ja, ist ja schon verstanden, so. Kreis. X. Dings. Da. Kreis. Schon wieder? Nein. Ich würde es wieder zurücklegen. Hallo, macht mich doch nicht hier. Ah. Wahnsinnig. Ja, so, wieder zurücklegen. Das reicht. Hände waschen. Nee, Händewasch gibt's hier nicht. So, ich wette, das müsste jetzt ja die andere Sicht sein. Ja, genau. Blendet aber ganz schön. Ist hier noch irgendwas zu gucken? Das muss ja deren Kind sein anscheinend. Gut. Dann gehen wir mal hier lang. Ich sollte mich anziehen, bevor ich runtergehe. Ja, aber wo? Muss ich wieder ins Zimmer zurück? Wahrscheinlich, oder? Das muss ja irgendwas hier im Schrank sein. Ja, Tatsache. Na gut, dass wir uns nicht erst angezogen haben und dann duschen, ne? Obwohl, es gibt bestimmt zigtausend Varianten, wie man dieses Spiel wieder spielen kann, so wie ich das kenne, von den Trophäen her. Ist ja nicht gerade sexy, ne? Wo ist ein Boxer? Du wieder. So. Ich würde sagen, dann gehen wir mal nach unten gucken. Nein. Andere Richtung. Man muss umgedreht denken. Ey, das ist manchmal echt anstrengend. Ich finde, die Steuerung ist noch anstrengender als bei Detroit. Guck mal da, Mäuschen. Ja, da ist ein Knochen.
Was heißt denn das? Wie war das nochmal mit den Gedanken? Ich weiß nicht. Nee, wir wollen noch nicht raus. Gucken wir erstmal, ne? Was hier so in der Bude ist. Siehst du, da ist was. Musik. Ja, ne? Das habe ich auch so gerade gedacht. Kindergeburtstag. Irgendwer hat auf jeden Fall Geburtstag. Wer auch immer. Was gibt's denn hier? Ah, Office. Nee, andere. Ah. Was kann ich denn hier machen? Zeichnen? Wow. Okay. Was wird das? Er ist Architekt oder was? Oha, ja, wirklich. Nice. Dann können wir aufstehen. Arbeit getan für heute. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Wir wollen jetzt nicht noch Kunststücke zeichnen hier. Schauen wir mal weiter. Na, gehst du mal zum Regal? Was gibt's? Hallo. Ah. Architektur. Hm. Vereint du die? Das gefällt mir. Die Musik ist auch heimlich ausgegangen. Mhm. Können wir hier raus? Ja. Können sogar runter machen, das. Ah. Nein. Was bedeutet das? Nur gucken oder was? Gerade nicht aufgemacht. Nein, ich will es nicht wieder zumachen. Kannst du wieder rausgehen oder? Ah. Wollen wir uns mal im Garten umgucken, ne? Oh. Ja, da wollen wir auch nicht die ganze Zeit liegen bleiben, ne? Gucken wir uns mal um hier. Ist da irgendwas? Papierflugzeug oder was? Ja. Nee, die Bälle. Oh, jetzt muss ich mich schon wieder aktivieren. Oh, hat ja mal gut geklappt. Semi. Kann eigentlich auch schneller gehen. Oh, da kommt jemand nach Hause. Schluss mit lustig. Ich hab zu viel rumgedödelt. Ach, die Kinder. Nicht so wild. Ihr werft mich ja um. Ah, heute ist der große Tag.
Bin ich jetzt erwachsen? Zehn Jahre ist noch nicht ganz erwachsen. Darf ich jetzt Auto fahren? Ich glaube, damit müsst ihr noch ein bisschen warten. Ein bisschen ist gut. Kannst du mir helfen? Entschuldige, ich hab nicht aufgepasst. Ich wollte gerade sagen, ich habe falschen Knopf gedrückt. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte sie im Supermarkt kaum bändigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Ja. Arbeit. Nicht wirklich. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Natürlich, ich habe doch was gezeichnet. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Ich habe noch tausend Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Ja. Die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Okay. Kein Problem, ich mach das schon. Wohnzimmerschrank. Wo sollen denn hier die Dessertteller sein? Hey, Ethan, ich dachte, du würdest dich um die Teller kümmern. Hab ich vergessen, im Wohnzimmerschrank, ja? Ja, sie haben sich seit Wochen nicht bewegt. Hier? Da? Naschen. Ja. Mhm. Er macht sich erstmal einen Kaffee. Ich weiß nicht, wo der Wohnzimmerschrank sein soll. Nee. Ah. Schüttel ich mal zu schnell, oder? Ah. Nee. Entweder immer zu schnell oder ich weiß es auch nicht. Hallo? Schnell? Geht es zurück oder so? Nein. Was ist denn dein Problem? Also das mit dem Schütteln ist ja bescheuert gemacht. Ja, wie soll ich denn sonst noch schütteln? Und runter, bis das Symbol verschwindet. Ja, wann ist der richtige Moment? Ich bin zu blöd dafür, ne? Guck mal, so ein verrücktes Hühnchen. Vielleicht so. Interessant. Wo ist der Wohnzimmerschrank jetzt? Ich muss ihr doch helfen. Kann ich mit ihr sprechen? Ich habe das heute noch nicht gesagt, Mrs. Mars. Ich finde sie sehr attraktiv. Hier muss ich lieber nett sein, ne? Ich
weiß trotzdem immer noch nicht, wo die Teller sind. Hier. Warte mal. Jason. Jason ist glücklich. Ja. Kaum zu glauben, dass er heute 10 wird. Mir kommt es so vor, als hätten wir erst gestern in der Schule geflirtet. Ja, wir werden alt, Jason. Ich weiß immer noch nicht, ja. Wann kommen Jasons Freunde? So um 2. Gott, ich hoffe, ich behalte sie unter Kontrolle. Nicht wie letztes Jahr. Ich weiß immer noch nicht, wo der... Wohnzimmerschrank sein soll. Vielleicht von der anderen Seite. Da kann ich bestimmt ins Spiel gucken. Nee, doch nicht. Ah! Das ist das Set von meiner Mutter. Pass auf, okay? Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Hey, Ethan, du hast gesagt, du passt auf. Tut mir leid, ich pass besser auf. Ich hab doch vorsichtig. Ah, da muss man echt sehr sensibel langsam machen und so. Langsam, okay. Damit auch ja nichts kaputt geht. Okay. Wie kann ich jetzt helfen? Jetzt wird sie mir bestimmt noch Anweisungen geben. Hilfe. Okay. Dann gehen wir mal zu den Kindern nach draußen, würde ich sagen, oder? Ja. Das war's, dann legen wir los. Hey, 5 Minuten, okay? Moin, Daniel. Okay, kennst du es gar nicht? Links. Hä? Ah. Nee. Das ist gab's mit dazu, wo es Detroit gab. Und Heavy Rain soll auch irgendwie Story Game sein. Oh. So, jetzt dein Bruder auch noch? Ja. Ich bin jetzt dran. Okay, Jason, wir machen den Helikopter. Ja, moin, wie soll ich das machen? Was ist, wenn ich jetzt loslasse? Gefährlich, ne? Ja, aber also Heavy Rain ist, wie gesagt, auch von, also gab es mit auf der PlayStation zum Runterladen wie Detroit. Und Detroit habe ich auch schon durch. Fand ja auch mega. War echt nice. Und ich weiß noch nicht, wie Heavy Rain ist, also keine Ahnung. Oh, jetzt wird gekämpft. Wie geht's dir denn, Daniel? Jetzt bist du erledigt. Du wirst dir alle deine Untaten büßen, Schurke. Gib auf, Schwächling. Ah, ich bin ein bisschen zu blöd für die Steuerung anscheinend.
bestimmt auch zig Modis, wie man das hier spielen kann. Oh, gemisst. Ja, mir geht's auch ganz gut. Bis auf das Rumgammel zu Hause ist. Bisschen nervig hin und wieder. Aber irgendwie habe ich auch jeden Tag irgendwas zu tun. Ich weiß auch nicht. Also ich bin auch kein Kinderfreund, aber das hat ja nichts mit dem Game unbedingt zu tun. Ich hasse Kinder. Das sind ja Aussagen. Ich darf sowas immer nicht sagen als Frau, komischerweise. Okay, hier mal gleich eine rein. Ja, holst du denn auch das Essen? Hallo? Bin jetzt falsch hier oder was? Das Essen steht doch da. Wer jetzt gesagt, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Warte mal, er. Ethan, bitte hol jetzt John. Das Essen wird kalt. Ja, wo ist er denn? Ist er draußen? Das habe ich nicht mitgekriegt. Moin, Bunny. Wo ist denn der Bursche? Ja, gleich. Kann man hier eigentlich auf Pause? Mit diesen Tropfen finde ich voll lustig. Ich muss das mit dem Foto muss ich mal rausnehmen, ey. Vor allem, weil ich gerade auf WhatsApp eigentlich nicht raufgehen kann, aber gut. Da muss ich eben kurz antworten. Oder hat sich aber jemand geschüttelt? Meiner ehemaligen Nachbarin kurz antworten, die hat gerade geschrieben. Und jetzt wieder ein peinliches Foto machen. Ich wollte gerade sagen, ich muss kurz Bunny. Ach, Bunny. Wie geht's deinem Bein eigentlich? Ja? Daniel? Naja, man löscht mal Nummern. Ich mache heute mal ein nettes Foto. Kein Scheißfoto, oder? Ich muss mal kurz Tutti rauslassen. Tutti steht vor der Tür. Ja, was bringt mir das? Du rufst mich ja eh nicht an. Hallo? Schwer, keine Kinder mit dir. Oh, Tutti, was ist los? Nicht so schreckhaft. Seitdem... Ja, bitteschön. Du kannst rausgehen. Seitdem Tutti Antibiotika im Ohr hat, ist total schreckhaft. Was hat denn die Mose, du? Geht so, lala? Was heißt hier geht so, lala? Das war meine beste View hier, ey. Voll geile Seitenprofil und so. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so Bock habe auf Storygame. Aber also Darksiders war auf jeden Fall nicht so meins. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ah, Daniel. Aha, aha. Was ist jetzt eigentlich so mit Stream jetzt?
Ja, Knie, Bein, für mich ist alles das Gleiche. Ich muss kurz warten, bis Tudi wieder drin ist. Das ist kalt draußen. Mein Schokolonni. Euer Kopf ist mir auf dem Boden. Hallo. Bei dir? Ja. Ja, eigentlich, also, Daniel, das hast du ja gar nicht, vielleicht von mir? Nee. Weiß ich gar nicht. Eigentlich wollten wir uns ja treffen. Ich habe es immer noch nicht hingekriegt, aber ich möchte eigentlich ganz gerne, ich habe so, meine Planung wäre eigentlich am 16. September nach Stuttgart zu fahren, beziehungsweise zu fliegen, weil ich irgendwie einen günstigen Flug und sowas rausgesucht habe, wegen meiner Nasen-OP. Ich brauche unbedingt einen Kostenvoranschlag und ich muss es unbedingt dieses Jahr noch machen. Aber aufgrund der Zeit jetzt im Moment, aufgrund Corona und so, kann ich auch nichts irgendwie, ja, verwirklichen und ich muss sparen, sparen, sparen. Weil sonst kriege ich die Kohle dieses Jahr nicht mehr zusammen. Sonst muss ich mir das irgendwie auf Biegen und Brechen leihen. Und da wollten wir uns eigentlich treffen. Aber das Problem ist, ja, Ludwigshafen und Stuttgart ist halt auch nicht so um die Ecke, ne? Ich weiß es gar nicht. Also die meisten Leute weiß ich, dass ich sie kenne durch einen Host. Weil ich bin der schlechteste Zuschauer auf Twitch, den es überhaupt gibt. Ich gucke ja niemanden zu. Hab einen Kollegen hier auf der PS4, der hat immer gesagt, so, ja, oh, guck mal zu, wenn ich Modern Warfare spiele. Da habe ich dann 20 Minuten mal zugeguckt, aber so war es dann auch. Ich bin absolut nicht der Zuschauer. Wird auch nie so sein. Guck, YouTube-Videos, ja, kein Problem, aber Twitch, nein. Bin ich lieber selber aktiv. Kann sein, ja, aber nur ein bisschen. Ich glaube, nur eine kurze Zeit oder so. Ich glaube, nicht wirklich. Das war ja auch nie so wirklich sein Game. So ist denn jetzt der Bengel. Wieso geht er eigentlich von alleine, wenn ich jetzt R2 drücke? Das ist mal sehr interessant. Ist der jetzt oben? Na, hallo. Ich kann. Ja, bin noch dabei. Ich muss ihn nur einmal zoomen. Die ist doch. Ah, der sitzt da. Was? Bene und du? Schon essen. Hat er gemacht? Hat er den Vogel getötet? Wie, ihr hattet Stress mit Matze? Ach was. Nee, keine Ahnung wer, aber echt jetzt? Oh, dann stehe ich ja zwischen den Fronten, weil eigentlich habe ich mit Matze eigentlich noch hin und wieder was zu tun, aber... Ich habe da keine Ahnung, was zwischen euch lief. Ich muss sagen, ich bin schockiert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Naja, gut. Aber jetzt selbst wenn, ne? Kann nicht beides machen hier. Reden und Dingsen. Ist heute nicht so mein Tag. Aber selbst wenn ihr das wegen Geld macht, wo ist das Problem? Man kann auch mit Twitch Geld verdienen und das war mal ein Bock drauf. Aber wer ist denn jetzt nochmal Denise?
Ich kenne die ganze Story dahinter gar nicht, aber ich bin schockiert, dass ihr eigentlich Beef habt. So, davon weiß ich gar nichts. Tudi, komm ab. Komm. Ach so, okay. Wie gesagt, ich höre die Story zum ersten Mal. Ich bin da komplett raus. Ich habe da überhaupt gar nichts mitbekommen, muss ich sagen. Und wo war jetzt das Problem? Warum habt ihr denn einen Donation Goal für sie gemacht? Aber ich finde das komisch, so. Mein Matze hat ja so eine eigene Art, so, ne? Aber also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allen Dingen, weil ihr streamt ja auch gar nicht mehr so. Also wenn ihr es nur wegen dem Geld machen würdet, dann würde ich ja permanent streamen, irgendeinen Scheiß. Hauptsache, Money läuft. Das ist ja sehr komisch. Was soll ich dazu jetzt sagen, vor allen Dingen? Ich kann dazu nichts sagen. Ich finde das doof. Generell sollte man jemandem nichts vorschreiben, so, ne? Ich finde, das im Internet tun sie immer alle so, als wäre das was Schlimmes, wenn man irgendwie mit irgendwas Geld verdient. Warum denn nicht? Wozu macht man denn den Scheiß? Dann kann man es auch gleich lassen. Ich habe auch einen Donation Goal. Und? Oh, scheiße, jetzt muss ich den hier suchen, oder was? Jason. Jason läuft da lang. Ich sehe ihn doch. Geh doch mal schneller. Wie oft soll ich ihn denn noch suchen? Da ist er doch. Es läuft S demnächst. Hat er kein Geld mit? Oh, warte mal kurz. Kann ich jetzt nicht bezahlen oder was ist jetzt hier? Ah. Toll. Ist ja schon abgehauen. Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Und Jason ist schon abgehauen. War gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Ich bin so gut. Moment mal. Muss erst mal lesen. Was ist daran denn jetzt verwerflich und warum frontet er dann gegen euch?
Das verstehe ich jetzt aber nicht. Da ist doch nichts Verwerfliches dran. Kann's auch mal schneller gehen? Hallo? Kann ja in jedem Geschäft sein. Ah. Wahrscheinlich noch nicht mal er. Hier gar nichts mehr. Was hat die? Verstehe es nicht, warum er sich denn da vorher dann nicht informiert hat. Ja, wurde das denn dann geklärt oder nicht? Ich meine, sowas klärt man doch eigentlich dann auf. Alter, was mache ich hier? Ich habe auch gar keine Ahnung, ey. Verstehe ich nicht. Na, ich glaube, dass er vielleicht nicht unbedingt einsichtig ist oder so, aber ja, aber das ist doch Kinderkacke. Mal ganz im Ernst. Und das verstehe ich nicht. Ich finde es nur doof, dass ich jetzt da so zwischen den Fronten bin, so ein bisschen. Weil ich hoste im Abgematz ja regelmäßig noch. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe kein Problem mit ihm bisher, aber nee, habe ich auch nicht. Aber trotzdem finde ich das doof. Ich meine, sowas zu behaupten, ohne irgendwie eine Tatsache, irgendwie einen Beweis zu haben, ist natürlich doof. Natürlich, aber ich finde sowas grundsätzlich eigentlich nicht in Ordnung. Man kann ja nicht eine Unterstellung machen und dann hinterher ist es vielleicht ja gar nicht so. Ich finde sowas eigentlich scheiße. Ich bin eine Frau, Daniel, ganz ehrlich. Ich bin immer so ein Typ, ich möchte mal alles gut, dass alles gut ist. Und eigentlich bin ich jetzt wieder so, vielleicht spreche ich Matze mal drauf an. Oder vielleicht sollte ich es lassen. Ich weiß es nicht, aber ich bin ja eigentlich dann immer wieder so ein Typ, ja, Matze, warum hast du es dann eigentlich gemacht? Kannst ja nicht irgendwelche wilden Behauptungen erstmal losschießen. Naja, es ist doch Fakt. Also wenn ihr ein Donation Goal aufmacht und euer Community erklärt, ja, wir möchten der Denise einen Computer schenken oder was weiß ich was und der Donation Goal sind, was weiß ich, 1000 Euro und wenn noch 200 Euro rüberbleiben, dann, mein Gott, dann geht ihr nicht einen saufen. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Selbst wenn, also, und es ist ja, es,
Ihr seid ja nicht dafür verantwortlich, unbedingt ihr einen PC zu kaufen. Das ist ja nur der Wille, der zählt. Ja, siehst du? Deswegen, also ich finde ich sehr komisch dahinter die Geschichte. Finde ich sehr komisch, muss ich echt sagen. Und ich laufe hier durch irgendwo und finde Jason nicht. Was muss ich denn machen? Also ich finde es sehr komisch. Ich finde das blöd, wenn die Fronten da so vereist sind und... Da ist doch ein Ballon. Hallo? Ach, da ist doch der Jason. Nee. Aha. Ich finde das trotzdem, sowas ist doof. Rennt der jetzt raus? Wie wär's mal mit schneller? Dabei ist selbst noch nicht mal so aktiv. Ich bin die Einzige, die mal leer hier ausgeht. War ich jetzt zu spät? Daniel? Jetzt haben wir das verkackt, glaube ich. Ich war nicht konzentriert genug. Oder ist es jetzt so... Oh je. Ich habe Jason umgebracht. Schön nochmal Werbung. Das kann jetzt ja nicht das Spiel sein, oder? Ich habe es echt verkackt, oder? Das kann doch nicht Heavy Rain das ganze Spiel sein. Eine Stunde durchgespielt. Ich glaube, ich muss das nochmal machen. Drück mal irgendwas. Nee. Ich werde ihn nochmal darauf ansprechen, Daniel, weil ich finde das kacke. Auch wenn es nichts mit mir zu tun hat. Aber ich finde es trotzdem kacke. Was habe ich gemacht? Oder ist das Spiel nur so kurz? Und der stirbt so und so. Ich weiß es halt nicht. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Game nur eine Stunde geht. Dann machen wir nächstes Mal. Was machst du denn da? Links posten?
Musst du mir schicken. Links sind nicht bei mir. Looped. Schick mal. Ja, ist jetzt mal gut da. Mach mal schneller. Den Abspann. Ne? Oder ist es erst die Vorschau? Ich bin irritiert von diesem Spiel. Ja. Läuft bei dir? Hey Dad. Bei mir läuft nicht so. Okay, ich hätte mich jetzt auch gewundert, habe ich jetzt auf. Ey, so kann ich nicht spielen. Kann man irgendwie speichern? Zurück zum Hauptmenü. Nein. Wie kann ich denn speichern? Ach, das war mit den Gedanken, okay. Ja, und speichern? Was ist das immer für ein behinderter Kack, ja? Nein. Ich gehe jetzt zurück, ey. Wir machen das ein andermal weiter. Neue Storyline, fortsetzen, Kapitel. Gucken wir mal bei Kapitel. Es ist im Endeffekt genauso wie Detroit aufgebaut. Und ich denke mal, man kann mehrere Varianten auf jeden Fall wählen. Trophäenmäßig wahrscheinlich auch. Weiß ich, gibt es keine Trophäen? Echt jetzt? Vollversion, 34 GB. Okay. Ja, also ich würde sagen, das hat sich dann für mich heute auch hier erledigt. Also Darksiders 3 ist nicht so ganz mein Fall. Das können wir nochmal irgendwann weiterzocken. Aber ich bin jetzt... Erst hatte ich voll Bock auf den Story-Modus, aber jetzt habe ich irgendwie nichts mehr Bock. Und deswegen machen wir ein andermal weiter. Ich gehe jetzt gleich in der Haie. Wir müssen morgen früh aufstehen. Noch was vor. Deswegen wünsche ich euch ein gutes Nächtle. Bis dann. Und vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Unterhaltung. Wie immer.